Alternative? Wie sieht es da Richtung Netzneutralität aus? Sperren Sie da Ports? Drosseln Sie Ports? Also wir sperren und drosseln überhaupt keine Ports, um die Frage zu beantworten. Richtig ist, das, was wir heute gerade live hier zeigen und draußen anfassen, ist ja deutlich schneller, dramatisch schneller als klassisches Festnetz über DSL und ist mindestens genauso schnell wie andere Alternativen wie Kabel im Internetbereich. Wir glauben auf der anderen Seite, dass das eine Entscheidung ist, die werden die Kunden für sich treffen. Ich habe hier in meiner Düsseldorfer Wohnung zum Beispiel zu Hause keinen Festnetzanschluss mehr, weil alles, was ich machen möchte im Internet oder Telefonie, funktioniert dann mit diesen Geräten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Also so eine Kombination aus einem HTC-Smartphone mit einem beliebigen Laptop, Pad, Tablet, Rechner ist ja voll funktionsfähig. Und der entscheidende Vorteil ist, es ist mobil. Wir als Vodafone verkaufen Festnetzprodukte ebenso wie Mobilfunkprodukte, aber wir sind in keine Richtung religiös. Wir sagen, der Kunde soll selbst entscheiden, was für ihn im jeweiligen Tarifangebot an der jeweiligen Stelle das entscheidende und Richtige ist. Am Ende ist nicht Technologie interessant, sondern Kundennutzen ist interessant. Und ich glaube, da sind gerade junge Leute sehr stark dabei zu sagen, brauche ich überhaupt noch einen Festnetzanschluss zu Hause? Das ist sicher eine unserer Zielgruppen, soll dann, wo wir dann sagen, und genau dafür ist dieses Produkt sehr gut geeignet. Nach wie vor werden wir niemand ausreden, einen Festnetzanschluss zu Hause bei uns zu kaufen. Auch das Geschäft betreiben wir aktiv weiter und bauen auch das weiter aus. Aber Sie werden eine zunehmende Überlappung zwischen den beiden Technologien sehen. Ich glaube, in 5 Jahren ist das Thema obsolet, ob Sie einen Festnetzanschluss haben oder einen Mobilfunkanschluss. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, das, was wir hier sehen, ist in 5 Jahren eine Gigabit-Technologie über die Luft. Und das wird sehr stark auch in den Festnetzbereich hineinwirken. Schauen Sie sich bitte die Entwicklung an bei 3G. Wir haben den Launch 3G im November 2004 gemacht. Damals konnten die Geräte 384 Kilobit pro Sekunde. Heute können die Geräte in der Spitze 43 Megabit. Das heißt, wir haben in 7 Jahren bei 3G eine Steigerung um den Faktor 100 gesehen. Jetzt bin ich nicht so optimistisch, dass wir bei LTE in 7 Jahren ab heute auch den Faktor 100 sehen werden, aber mit Sicherheit einen Faktor 10. Und das wäre dann auf das, was wir heute gezeigt haben, zwischen 500 Megabit und 1 Gigabit. Und das ist absolut realistisch bei den Roadmaps. Ich habe eine Zeit lang auch im Festnetzgeschäft gearbeitet. Ich war von 2002 bis 2004 CTO für Marco. Und ich habe dort im Festnetz damals gelernt, die Killer-Applikation ist Speed, Geschwindigkeit. Wir haben inzwischen 100.000 Kunden, die unsere bisherigen LTE-Produkte nutzen. Und wir sind in einigen Städten und Gemeinden so erfolgreich, dass wir inzwischen eine ganze Reihe von Basisstationen haben, wo mehr als 300 Kunden bereits dieses Produkt benutzen und die Hälfte davon auch tatsächlich in der Busy Hour, das ist typischerweise in dem Bereich zwischen 20 und 22 Uhr aktiv ist. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das messen wir sehr genau, denn wir wollen ja nicht nur in der Theorie Dinge vorausplanen, wir wollen in der Praxis sehen, wie das funktioniert. Funktioniert ausgezeichnet. Also auch dort sehen Sie noch Geschwindigkeiten um die 10 Megabit pro Sekunde. Also 5 bis 10 Megabit pro Sekunde in einer Zelle mit 300 Kunden. Und das Schöne bei Vodafone ist, wir konnten inzwischen diese praktische Erfahrung sammeln, auch dank unserer Partner, auch dank der Chipsets von Qualcomm, die wir ja in Routern, in Dongles bereits verbaut haben. Und ich habe das selbst erlebt, wenn Sie in eine solche Gemeinde reinkommen, Sie treffen auf den Bürgermeister, das ist absolut happy, dass wir da sind, und Sie treffen auf Gewerbetreibende, die dann hinterher gar nicht wissen, wie sie bisher eigentlich ihr Geschäft gemacht haben an der Stelle. Also wir sind da sehr optimistisch. Und die Frage zu der Bandbreitenbegrenzung, wir haben in der Tat in 3G jetzt über den Zeitraum auch eine gewisse Bandbreitenbegrenzung eingeführt. Wir nennen das Fair Flat. Und zwar deshalb, weil wir festgestellt haben, wenn wir das nicht machen, dann finden eine Reihe von Kunden auch Wege. Und bei 3G haben wir Kunden erlebt, ohne Bandbreitengrenzung, die haben 400 Gigabyte im Monat heruntergeladen an Daten. Das sind auch dann keine normalen Consumer-Anwendungen mehr. Das sind häufig dann Raubkopien auf mehreren Servern über Nacht. Und da heute schon, sowohl bei 3G als auch bei LTE, die Upload-Geschwindigkeit deutlich bei DSL, gibt es natürlich auch echten Bedarf daran. Ich glaube, das ist eine Frage der Fairness. Denn am Ende wollen wir auch allen unseren Kunden stabile Preise und wettbewerbsfähige Preise geben, dass wir in dem Fall diesen Kunden sagen, Achtung, du kannst das haben, aber dann musst du etwas mehr bezahlen, beziehungsweise beim Erreichen einer bestimmten Schwelle drosseln wir die Geschwindigkeit für diesen Kunden. Und das ist auch eine Frage der Netzneutralität und der Fairness in einem Markt,
Und im Übrigen, Sie wissen auch so gut wie ich, das machen die DSL-Anbieter de facto auch alle. Ja, also wir reden dort über Fair Flats. Die echte Flatrate, da müssen Sie halt etwas mehr bezahlen. Ja, so wird es aussehen Ende 2012. Also dann kommen wir in Deutschland bereits auf 16 Millionen Haushalte. Und dann können wir mit Fug und Recht sagen, dann haben wir auf 90, mehr als 90% der deutschen Fläche mobiles Breitband,